So, Ballistik. Glühende Geschosse. Das hört sich gut an, dann machen die Türme mehr Schaden. Oh, wir müssen neue Felder hier reintun. Das bricht uns gleich die Nahrung weg, das wollen wir nicht. Hier können wir Belagerungswaffen bauen. Oh, wir haben keinen Stein mehr. Dann sucht euch mal neuen, bitte. So, was können wir denn hier jetzt noch erforschen? Webstuhl machen wir. Kann ich da jetzt was hinsetzen? Ja, kann ich. Sehr schön. Geh auf deinen eigenen Acker da. So, das Feld abgeerntet. Müsste aber ja egal sein. Kannst du ja mithelfen hier. Eine schöne Mauer reinzuziehen. Ist gar nicht so einfach. Ich werde angegriffen. Das wüsste ich aber. Ach da! Wie süß. Ich bezweifle, dass die irgendwie großartig was unternehmen können hier. Entschuldigung, ich habe gerade gegen das Mikro gehauen, glaube ich. Hier können wir nochmal ein bisschen aufwerten. Und auf in den Kampf. Aber die vertreiben. Werden schon von alleine vertrieben, ne? Dem haben die nicht so viel entgegenzusetzen. Oh, da war ein wildes Tier. Das hat uns angegriffen. Dann suchen wir uns für die nochmal einen neuen Wald. Der hier scheint mir ganz angemessen zu sein. Ihr helft damit. So, haben wir noch irgendwo untätige Dorfbewohner rumstehen? Hier steht eine. Könnten wir ja mal versuchen, ob sich hier eine Burg ganz gut macht. Eigentlich müsste das ja hinhauen. Was macht ihr? Gold? Oh, guck mal. Da werden wir angegriffen. Mit einem Katapult. Nicht schlecht. Vielleicht bauen wir uns aber auch mal hier noch ein Tor rein. Und lassen den Turm da reparieren. Klappt hier ansonsten alles? Das brauche ich noch nicht. Ich mache unsere Infanterie ein bisschen stärker. Sorge auch hier für den schnelleren Abbau. Yep. Weltwunder kostet wie viel Gold? 1000 Gold. Ja. Müssen wir wohl noch warten. Gold kriegen wir nämlich. Oh, wir kriegen gerade gar kein Gold, oder was? Doch, da.
Na, vielleicht brauche ich noch mal ein paar Türme. Zusätzlich. Verstärken mal die Mauern noch da. Was können wir sonst noch machen? Stadtwache. Ich entwickle jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, Nahrung. Reicht nicht. Schade. Na dann. Wollen wir mal zusehen, dass wir uns hier ein Weltwunder hinstellen. Wo bauen wir das hin? Hier. Genau da. Oh, wir werden mal wieder angegriffen. Da können wir dann mal gegen anreparieren. Kriegswagen erschaffen. Elite-Kriegswagen. Das brauchen wir nicht. Wehrpflicht. Okay, dadurch kriegen wir 33% schneller unsere Soldaten. Und du machst nichts mehr, okay. Kein Bock, oder was? Hier wird noch fleißig gekämpft. Wir bräuchten nochmal irgendwie eine 4%ige... Oh ne, wir bräuchten nämlich das hier. Dafür brauchen wir aber mehr Gold. Wir haben nur 138 Gold. Wo könnten wir denn noch Gold abbauen? Ist hier noch irgendwo Gold? Steine haben wir auch schon wieder abgebaut. Gucken, ob wir hier oben noch finden. Nicht, dass uns jetzt die Ressourcen hier ausgehen. Die sind ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Zumindest können wir den Angriffen locker standhalten. Das sind 75 Gold, dann baue ich doch davon mal ein paar. Genau 3, wow. Können wir noch die Pferde weiterentwickeln? Kavallerie, da. Ja, wir brauchen Steine, Leute. Die müssen doch noch irgendwo Steine sein. So, das läuft noch. Da unten ist auf jeden Fall noch ein bisschen Gold, falls das gleich weg sein sollte. Hilft uns aber nichts, wir brauchen Stein. Wir hoffen, dass hier noch irgendwo Steine liegen. Eine Bogenschützen könnte die auch bauen. Wenn wir wollen. Die Türme kann man leider nicht weiterentwickeln. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht Kanonentürme bauen können. Aber erstmal erforschen wir noch die Ballistik, um ein bisschen treffsicherer zu werden. Weil das klappt ja irgendwie noch nicht so gut. Oh. Hier unten kommen Soldaten marschiert. Und marschiert. Das habe ich doch schon gesehen. Ich hole mal meine Reiter. Ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Sollen wir mal direkt den Sprengminister da? Na, wenn das alles ist, was er einem Soldaten so zu bieten hat. Dann ist das ja relativ schnell erledigt. Bleibt ihr mal hier? Könnt euch da mal wieder vernünftig aufstellen. Ja, wir gehen jetzt Stein suchen.
Weiter können wir uns nicht entwickeln. Und haben wir hier irgendwo Steine? Vielleicht? Gold. Hier ist überall Gold. Muss doch auch Stein sein. Ich möchte nicht so nah in die gegnerischen Bereiche kommen. Ich meine, die Karte ist für 8 Spieler. Dann muss es hier ja auch noch Stein geben. Leichte Kavallerie. Die ist gerade uninteressant. Die auch. Das hier wäre noch ganz interessant für unsere Schwertkämpfer. So, hier Belagerungswaffen, die brauchen wir auch erstmal nicht. Wir brauchen aber eine bessere Panzerung für unsere Kavallerie. Was können wir denn hier noch machen? Mönche. Das machen wir. Nein, das können wir noch nicht. 1000 Gold. Ja, wir kriegen ja. Kriegen wir kein Gold mehr? Doch. Das ist eine Reliquie. Ich brauche einen Mönch. Haben wir denn nicht irgendwo... Wir haben doch einen Tempel. Da. Ich brauche mal 2 Mönche. Oh, Burgen. Wir haben immer noch keine Steine gefunden. Hier ist noch eine Reliquie. Ist der Mönch schon fertig? Nö. Dann holt euch mal bitte gerade hier Gold. Und hier muss doch irgendwo noch ein Stein zu holen sein. Nirgendwo. Dann holt du dir mal die Reliquie da. Das kann nicht sein. Dass der Stein hier jetzt aufgebraucht ist. Ja, für die Reliquien kriegen wir halt in bestimmten Abständen ein bisschen Gold rein. Von dem Gold könnten wir uns dann natürlich Steine kaufen. Das ist ja auch nicht so das Wahre. Mal da nochmal gucken. Ich brauche mehr. Reiter. Imperialzeit, wow. Da sind wir ja auch schon ein bisschen länger. Was ist das hier? Infanterie bewegt sich 10% schneller. Das ist gut. Und ansonsten erforschen wir hier einfach mal noch ein bisschen Panzerung. Infanterie bekommt jetzt auch den Plattenpanzer. Da sind Steine! Schon fast nicht mehr dran geglaubt. Natürlich könnten wir auch den Gegner mal angreifen und gucken, was dabei rauskommt. Da ist noch eine Reliquie. Wir haben da noch einen Mönch erschaffen. Wie sieht das aus? Die sind auf einem guten Weg. Der auch. Haben wir vielleicht Glück und das kommt auch. Der kommt auch lebend bei uns wieder an. Plattenpanzer ist fertig. Die sich wohl auch untereinander schon an? Das finde ich immer interessant. Wenn die sowas machen. Und ob die sowas machen. Reliquie aufgenommen. Ja, dann bringen die zurück. Müssen wir die einquartieren? Okay, wenn wir die ablegen, ist sie nicht mehr in unserer Kontrolle. Das heißt, wir müssen sie halten.
bekommen wir Gold dafür. Cool. Jetzt mal den Sammelpunkt hier direkt nach unten vielleicht. Und wo haben wir denn noch Untätige? Da ist noch ein Untätiger. Na, sowas. Die kostet nur 4 Stein. Können wir eigentlich auch mal eine Burg bauen. Also noch eine. Ein Tribok finde ich ja auch cool, ne? Den setzen wir da unten zu der Armee, der muss ja mitkommen. Belagerungswaffen, yo. Die erforschen wir. Und dann machen wir noch ein paar Bogenschützen-Upgrades.